Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Anfänger-Tutorial hier für Terraria. Und da ich keine Ahnung habe, unterstützt mich heute der Jules. Hallo Jules. Hallo. So, wir sind der Anfänger, wir haben null Ahnung von dem Spiel und ja, das machen wir für euch, damit jeder, der noch nicht weiß, wie man mit Terraria anfängt, erste Handlungsstränge bekommt, wie man denn hier weiterarbeiten kann. Jules, was machen wir als erstes? Also als allererstes muss man dazu sagen, wenn ihr auf dem oder euren Charakter in dem Modus Softcore einstellt, könnt ihr oder bekommt ihr quasi als allererstes ein Schwert, eine Spitzhacke und eine Kupferaxt. Juhu! Sehen wir oben in der Quickbar. Da oben, da oben ist sie. Genau. Und kann mit den Tastaturtasten 1, 2 und 3 ausgewählt werden. So. Genau. Was machen wir jetzt als erstes? Als allererstes, das Wichtigste ist Holz sammeln, weil wir müssen ja auch ein Haus bauen, dass wir dann in der Nacht quasi geschützt sind vor sämtlichen Monstern, die dann spawnen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, fangen wir einfach mal an, Holz zu hacken. Ja. Das ist einfach, das kann ich. Dann einfach Richtung Baum und dann die linke Maustaste drücken, nachdem ich die Axt ausgewählt habe. Und schon zerfliegt der blöde Baum in 1000 Teile. Super! So, und wie viel Holz müssen wir jetzt sammeln? So viel wie möglich wahrscheinlich. So viel wie möglich. Also, man muss natürlich ja Zeit übrig lassen, dass man noch rechtzeitig quasi ein Haus bauen kann, bevor die Nacht anbricht. Weil sonst, wie gesagt, kommen dann die Monster und dann... Ist das eigentlich doof? Aber es spawnen auch schon die Clipper. Ja. Hier sind die grünen Dinger. Aber da kommen wir später dazu, für was wir die gebrauchen können. Okay, dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen Holz, ne? Genau. Super, dann sagen wir mal bis gleich. Au! So Leute, da sind wir wieder. Wir haben kräftig Holz gesammelt. Juhu, wir machen die Natur kaputt. Wir machen die Natur kaputt. Juhu! Was? Genau. Und was wir vielleicht vergessen zu sagen... Was wir vielleicht vergessen haben zu sagen, so. Guckt euch auf jeden Fall links und rechts ein bisschen um. Vielleicht findet ihr was, wo ihr sagt, okay, da ist es perfekt, ein Haus zu bauen. Wir haben uns jetzt für hier entschieden, das ist sogar eigentlich fast am Spawn, wenn man so sieht. Ich glaube, hier sind wir sogar gespawnt. Ja. Einfach aus dem Grund, weil hier schon eine Schlucht ist, wo man einfach in die Höhlen kommt später. Und da unten, wenn man sieht, ist schon eine Kiste. Wo wir natürlich dann auch später leer machen können. Das ist dann ein Fusselseiting, der Looter-König. Ja, endlich kann ich looten. So, dann machen wir hier doch einfach mal alles ein bisschen gerade, oder? Genau, wir machen jetzt hier gerade, dass wir hier das Haus dann bauen können. Es wird nämlich schon dunkel, es fängt nämlich schon das Dämmern an. Oh. Tatsächlich. Also, ihr sucht einfach zum Abbauen von Sachen, nehmt ihr die Axt hier auf Stufe 2. Und genauso wie beim Baumfällen, einfach die linke Maustaste drücken. Und ihr könnt hier abbauen, bis der Notarzt kommt. Wir machen das mal eben und dann haben wir hier eine schöne gerade Fläche. Bis gleich. So, wir haben jetzt hier ein bisschen gerade gemacht, ein bisschen abgebaggert. Und ihr seht, es wird dunkel und wenn es dunkel wird, kommen hier fiese Monster. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir so einen Unterschlupf bekommen. Und am einfachsten, ich gehe glaube ich mal ins Haus, machen wir das, indem wir uns das Holz nehmen, was wir geschlagen haben. Ihr seht das hier oben, ne? 4 bei mir. Und dann einfach hier draufsetzen mit der linken Maustaste. Der Otto springt noch drüber, mit dem beschäftigen wir uns später. Und dann bauen wir hier einfach ein schönes Haus. Und weil wir die Position ja schon geplant hatten, schön über die Schlucht. Und wenn das hier zu ist... Dann kommt schon mal kein Monster rein. Cool, oder? Aber das für dich Perfektionist muss ich da jetzt eigentlich noch mal was abbauen. Weil das sieht ja wieder aus da oben. Unglaublich. Das ist doch... Wie kann man das so bauen? Los. Bau ab. So, das ist immer das Wichtigste. Das ist jetzt hier bei uns natürlich alles ein bisschen hektischer, weil so ein Tag ist sehr kurz und es ist durchaus sinnvoll, die Nacht geschützt zu verbringen. Und wer jetzt sagt, ja, das ist ja nur ein Kasten, das ist richtig, denn gleich zeigen wir euch, wie man hier eine wunderbare, schöne Holzrückwand einbaut und das zu einem gemütlichen Nest mit Türen und allem macht. Und dazu sehen wir uns gleich schon wieder. So, wie schon gesagt, wenn wir das Haus gebaut haben, müssen wir jetzt natürlich auch anfangen, den Crafting Table zu bauen, beziehungsweise die Werkbank. Dazu drückt ihr auf eurer Tastatur einmal Escape, dann öffnet sich ein wunderbarer Bildschirm. Mhm. Ich sag mal links, auf der Mitte seht ihr sozusagen unser Crafting Table, unseren eingesteckten Crafting Table sozusagen. Aber dort kann man natürlich nur bestimmte Sachen machen.
Deswegen brauchen wir eine Werkbank, einen großen Crafting Table. Dazu gehen wir hier links, wie ich schon gesagt habe, runter auf die Werkbank. Das sehen wir hier. Drücken einmal linke Maustaste drauf. Genau, dann kommt ein wunderschönes Geräusch. Und dann können wir ihn eigentlich gleich oben in unsere Quickbar reinsetzen. Ich habe es jetzt auf 0, wenn Platz ist natürlich. Ja. Dann scrollen wir auf die Werkbank. Dann sehen wir schon so ein wunderschönes kleines Bild von der Werkbank, wo wir es ja denn hinsetzen will. Ich setze jetzt mal hier hin. Sieht man kaum, ne? Das stimmt. Aber es geht auch die Kurzform. Ich habe es hergestellt und einfach hier hingesetzt, ohne das noch oben über die Zifferntastatur zu fahren. Oder so. Das okay. Ah, na also, der Anfänger erklärt mir was. So geht's los. Und das Schöne ist, wenn du in der Nähe von dieser Werkbank bist, siehst du, kannst du viel, viel mehr Sachen herstellen. Das Crafting-Menü ist eröffnet. Aber, vielleicht hier der Hinweis, nur Dinge, die du auch im Inventar hast. Wenn du also irgendwas in der Nähe in der Truhe hast, interessiert das Spiel nicht. Du musst es im Inventar haben, um hier herzustellen zu können. Und gewisse Sachen werden erst angezeigt, wenn du auch alles dafür Notwendige im Inventar hast. Jawohl. So. Dann würde ich sagen, auch ein wichtiges Utensil und auch gleichzeitig unser erster Gegenstand, den wir craften, sind Fackeln. Also, Fussel, du weißt, wir spielen jetzt da ja schon ein bisschen. Fackeln sind enorm wichtig. Das sind die Fackeln im Sturm. Hier, guck mal. Genau. Mir ist ein Licht aufgegangen. Ja, okay. Dazu brauche ich, habe ich ja eingangs schon gesagt, den Clipper da oben über uns oder grüner Schleim, besser gesagt. Die brauchen wir, die droppen, den wir, ich habe gerade keinen einstecken. Clipper, so schaut er aus. Clipper? Nein, ich habe tatsächlich keinen Clipper. Doch, ich habe Clipper. 10 Clipper habe ich. Oh Gott. Da braucht man dazu Clipper und Holz. Und dann kann man quasi hier einmal draufdrücken mit der linken Maustaste, kann man sich Fackeln 3 Stück machen. Oder man macht natürlich ganz geschickt, drückt einfach mit der rechten Maustaste ganz lang drauf. Und dann, oder bleibt auf der rechten Maustaste, macht er so viel Fackeln, wie möglich sind, wie viel du halt im Inventar hast. Gut, dass ich einen Looterfinger habe. Ich habe nur das 8-mal drauf gedrückt. Ja. Also mit rechter Maustaste geht das auch und schneller. Cool. Du, so. Was ist das für ein Stern da? Der Stern, das sind Sternschnuppen, die fallen vom Himmel. Cool. Und was mache ich mit denen? Die sammelst du ein. Die kannst du dann 5 Stück zusammen craften für Mana-Sterne. Das sind die hier oben rechts, ne? Rechts, genau, die blauen Sterne. Mhm. Die Mana-Sterne braucht man später dazu, um bestimmte Waffen quasi abfeuern zu können, sag ich mal. Also wahrscheinlich Waffen, die irgendeinen Magieanteil haben. Genau, Magieanteil. So Wand, sozusagen. Also genau. Ne, Zauberstab, wenn ich einen auf Harry Potter möchte. Genau. Oh. Es ist aber alles noch Zeug, was man eigentlich als Anfänger noch gar nicht braucht. Mhm. Sagen wir es mal so. Also sammeln, wenn man sie aus Versehen sieht, aber jetzt nicht in Gefahr bringen, um die genau. Dinger einzusammeln. So, ja, dann hatten wir ja gesagt, wir brauchen diesen Werkbank, damit wir auch Rückwände herstellen können. Und, Moment, ich habe sogar... Ja? Entschuldigung, dass ich unterbreche, Fussel. Ja? Ich habe jetzt, weil ich es gerade sehe, was auch enorm wichtig ist. Ja? Soll ich sie hinbauen? Das Lagerfeuer, ne? Jawohl, das habe ich gerade gesehen, das ist auch enorm wichtig. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, das Lagerfeuer war bis vorhin bei mir nicht im Crafting-Bereich. Aber nachdem ich jetzt 22 Fackeln besitze, kann ich 5 Fackeln und 10 Holz aufwerten und könnte ein Lagerfeuer bauen. Und warum ist das Lagerfeuer so wichtig? Weil in der Nähe von dem Lagerfeuer regenerierst du quasi schneller dein Leben. Wenn also, du dich da jetzt hinstellst, schön deine Marshmallows über die Flamme hältst, regenerierst du schneller. Wo kriege ich denn jetzt Marshmallows her? Warum habe ich keine? Hast du Marshmallows? Gib mir die Marshmallows. Nee, wir müssen erst in den Supermarkt. Okay, das machen wir später, wenn es wieder hell ist. So, okay, also dann können wir jetzt... warte mal, ich muss... Ihr seht, ne, am Lagerfeuer kann ich ganz wenig nur herstellen. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann kann ich wieder ganz viel herstellen. Unter anderem auch eine Dreckwand oder eben eine Holzwand. So, dann stelle ich mal ganz viele Holzwände her, ja? Ich auch. Ich fange auf der anderen Seite an. Du hast gesagt mit rechter Maustaste, ja? Achso, wenn du die gehalten hältst, ja. Genau, wenn du die gehalten hältst. So. Und dann setze ich auf die 8 zum Beispiel meine Holzwände. Und die kann ich jetzt einfach hier so hinbauen, ja? Ja. Cool. Genau. Dann kann man jetzt quasi Holzwände machen. So wie bei mir, Fussel, das siehst du ja.
Also unter den Holzwänden, wo ich gerade gesetzt habe. Ja. Ist eine Dreckwand, weil wir da vorhin begradigt haben. Ja. Da kannst du jetzt noch keine Holzwand quasi hinmachen. Weil er ja noch eine Dreckwand ist. Genau. Aber dazu kommen wir später. Da müssen wir noch was craften, sozusagen. So, dann können wir doch hier ein schönes... Geht das auch so im Vorbeigehen? Ja, ne? Also ich halte jetzt die linke Maustaste gedrückt und gehe langsam weiter. Und schon kann ich das alles schön eskalieren wieder, Jules. Richtig, einmal richtig durcheskalieren hier. Super. So. Okay. Das muss auch beim ersten... Also bei das erste Haus muss eigentlich auch nicht schön ausschauen. Das magst du eigentlich im Laufe des Spielens, dass das im Endeffekt von sich aus schöner wird. Es quält dir dann irgendwie nichts mehr, dann fängst du halt wieder das Haus umzubauen. Und wie es daheim auch ist. Und man sieht ja auch schon, man kann Türen herstellen, weil wir müssen ja hier auch irgendwie wieder raus. Und hier gibt es dann auch Möbel. Holzstuhl, Holztisch und Gartenzaun. Also ihr könnt euch das Ding richtig schön einrichten. Angeln kann man anscheinend auch hier. Und man kann einen Holzhammer herstellen. Wofür ist der Holzhammer? Warte mal, ich muss erstmal gucken. Da unten ist der Holzhammer. Damit, ich craft mal einen. Kannst ja auch mal einen craften, kannst du mal demonstrieren. Hey, du hast einen Fremdenführer umgebracht. Eieiei. Ja, aber nicht also, ich. Also, nee, das Auge. Blödes Auge. Mit einem Holzhammer, kommen wir zurück zum Thema. Mit dem Holzhammer können wir die Holzwände, die Holzwände hinten dran wieder abbauen. So, da ist jetzt ein kleines Loch drin. Machen wir das Loch mal größer, dass man es auch sieht. So, hier ist ein Loch drin. Da ist jetzt die Holzwand weg. Genau, der Fussel macht super vor. Auch mit der linken Maustaste. Eigentlich jedes Werkzeug, wo du benutzt, musst du mit der linken Maustaste benutzen. Nachvollziehbar. Ja. Und dann kann man hier wieder die Holzwand hinsetzen und dann haben wir die Dreckwand weg. Hier noch schön entlang. Ne, man kann also auch nach außen und nach oben gehen. So wie sie es gerade anbietet. Genau. So. Ja, damit haben wir doch das erste schon mal Holz und Holzwand und erste Haus. Und dann können wir doch nochmal eben eine Tür bauen und dann warten wir, bis die Nacht rum ist, oder? Genau, das würde ich sagen. Klingt ganz gut. Und es ist auch sinnvoll, weil du gesagt hast, eine Tür, es ist auch sinnvoll, auf beide Seiten eine Tür zu machen. Ist sehr sinnvoll. Okay, dann machen wir hier einen kurzen Break und gucken mal, wie es aussieht, wenn wir gleich eine Tür craften. Bis gleich. Tüdelü. Jetzt wollen wir natürlich Türen in unser Haus einbauen. Wir wollten eigentlich warten, bis es hell ist. Aber die Tür können wir jetzt auch einbauen. Ich meine, wir sind geschützt vor den Monstern. Und zwar, ich habe zwar jetzt schon zwei Türen gecraftet, eine für mich, eine für den Fussel, aber im Endeffekt, wenn man auf die Werkbank geht, was eigentlich immer so funktioniert und es ist total einfach, sucht man sich die Holztür raus, die ist recht weit oben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und man braucht mehr, dazu... Ja, ich habe leider nicht mehr genug Holz, deswegen kann ich das gerade ja, nicht genau, zeigen. Das wollte ich nur sagen. Ja. Und man braucht dazu 6-mal Holz. Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir natürlich auch unsere Wände wieder abbauen. Gefahr dabei ist, lauern Monster dahinter. Aber die Monster hauen jetzt schon wieder ab, weil es scheinbar Tag wird. Genau, haut ab, ihr schmierigen kleinen Schlotzen. So. Au! Eine Tür benutzt man einfach, indem man durchläuft. Das ist aber neu, ne? Das war früher noch nicht der Fall. Das ist jetzt mit einem Update gekommen, dass man jetzt Türen nutzen kann. Ah, ist ja schön hier. Können wir uns ja mal ein wenig umgucken, Fussel. Jetzt wird's hell. Können wir machen. Ein bisschen Leben haben wir ja noch. Genau, was ich nur sagen wollte, wenn man Bäume abbaut, droppen die manchmal so Eicheln. Die kann man wieder pflanzen. Irgendwie mit der linken Maustaste. Und dann wachsen wieder neue Bäume. Dann sieht das so aus wie so kleine Baumstümpfe hier. Genau. Gibt es da irgendeinen Abstand, den man vielleicht einhalten sollte? Ich weiß, das kann ich dir nicht sagen. So. Guck, das ging schnell. Das war aber ein sehr schneller Baum. Die wachsen aber nur auf Erde, schätze ich, oder? Ja, das weiß ich. Die wachsen nur auf Erde. So, Gorilla, jetzt laufen wir mal, würde ich sagen. Nenn mich Fussel. Ja, er kommt da immer mit. Ihr müsst überlegen, der Jules, der ist noch ganz jung. Der weiß noch nicht, wie man mit Namen umgeht. Kann mir sowas nicht merken. Kleines, verwirrtes Kind. So.
Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt mal nach links und gucken mal, was wir da so finden. Hast du noch Fackeln? Ja, so zwei, drei. So, da ist zum Beispiel schon mal eine Höhle. Wichtig, leuchtet alles gut aus. Die Monster, die sind so unberechenbar in dem Spiel. Was ist hier? Mach's halt mal kaputt, dann weißt du es. Strahlendrang. Also macht Sinn und dann findet man ganz viele tolle Sachen, ja? Für mich als Looter ist das natürlich. Ich strahle. Ich habe einen Strahlendrang. Und Stoppfussel, stehen bleiben. Man kann in Terraria nicht schwimmen. Oh. Deswegen machen wir hier mal Feierabend, würde ich sagen. Gut, machen wir Feierabend. Ciao. Was? Also wir laufen wieder zurück, wollte ich sagen. Ach so. Wir haben ein bisschen erkundet. Schwimmen können wir nicht, das wissen wir. Auf der anderen Seite ist auch noch nicht so viel los. Den Abhang, den gucken wir uns gleich mal an. Was machen wir, wie machen wir jetzt weiter? Wir brauchen doch jetzt mal was Besseres als diesen komischen Nahkampfstachel. Das sieht ja wirklich aus so. Guck mal hier, ich habe eine Erektion, oder? Ja, genau. Scheiß Ding. Dazu, mein lieber Fussel, werden wir uns jetzt Holzklappen craften. Holzklappen dienen dazu, einfach aus tiefen Schluchten wieder rauszukommen. Ja. So, dazu gehen wir auf die Werkbank, wie immer. Und dann gleich der zweite Reiter quasi, oder das zweite Ding, was du craften kannst, sind Holzklappen. Ich guck gerade mal, was habe ich denn hier? Spiralseil, Sterne, Holzklappen. Da. Was ist bei mir Nummer 4? Okay, dann ist es Nummer 4. Aber ihr könnt es erkennen, ne? Hier ist dieses Holzding. Ja, also aus einem Holz, ne? Seht man ja hier mit zwei, so zwei Holzdinger. Mache ich zwei Holzklappen. So, aus einem Holz mache ich zwei Holzklappen. Genau. Wieder rechte Maustaste gedrückt haben und ich habe dann mal 56 Stück gemacht. Ja, mir 24 habe ich. So, und was man immer machen sollte, ist Fackel. Fackeln, Fackeln, Fackeln. So, ich habe nochmal 24 herstellen können. Und wenn jetzt? Du 99 Fackeln hast, mach nochmal 99. So, jetzt machen wir unsere heilige Höhlen auf, würde ich sagen. Als allererstes machen wir hier eine Holzklappe hin mit rechter Maustaste, mit linker Maustaste. Genau. Fussel hat schon vorgemacht. Weil wir wollen ja als allererstes mal die Truhe da holen. In Truhen ist richtig guter Loot, von Heiltränken bis anderen Tränken und Späße. Aber dazu können wir ja kommen noch bestimmt. Ach, bestimmt. So, wir hüpfen jetzt mal runter. Das Schöne an den Holzklappen ist, du kannst runter, wenn du nach unten drückst. Und kommst aber auch von unten wieder drauf, sozusagen. Mhm. Wenn du von unten hochspringst, kommst du wieder drauf. Deswegen drücken wir jetzt einfach mal nach unten. Genau, also ich benutze da die S-Taste. Genau, S-Taste. Pfeiltaste geht wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht. So, warte mal, ich drück mal drauf, dann erkläre ich mal kurz, was drin ist. Dann kannst du mal gucken. Mhm. Da sind zum Beispiel Kletterklauen drin. Ermöglicht es dir, Wände runter zu rutschen. Also dann kannst du dich an der Wand festhalten und rutscht einfach nur die Wand runter. Can of Worms, das ist neu und noch nicht übersetzt, beziehungsweise keine Beschreibung dran. 42 Holzpfeile, 4 schwache Tränke, 4 Rückruftränke, wo du wieder in die Basis zurückkommst. Mhm. Eisenhauttrank erhöht die Abwehr um 8, Fackeln 17 und 92 mal Holz. Warte mal, jetzt kannst du mal gucken. Ja. So, ja, Kletterklauen und irgendwas, eine Kanne mit Würmern, wahrscheinlich zum Angeln oder so. Pfeile, Tränke, ne? Wird alles schön erklärt. Und natürlich auch Holz, das ist natürlich sehr interessant. Jetzt gibt es ja hier so Sachen, man kann hier alles einsammeln, man kann sein Inventar in die Kiste legen, man kann schnell stapeln, auffüllen, sortieren, umbenennen. Also hier ist ja noch ganz, ganz viel möglich. Genau. Aber das würde ich sagen, wenn wir dann unser 25 Stockwerke hohes Lagersystem haben, dann... Gut, ich bin ja nicht gierig, ich nehme mal alles mit und die Truhe kann man auch noch abbauen, ne? Genau, die kannst du auch mit abbauen, das ist immer gut. Ich habe sie jetzt eingesammelt aus Versehen. Das ist nicht schlimm. So, und wie wäre das jetzt, wenn wir da jetzt wieder hoch wollten, müssten wir mit den Holzklappen arbeiten. Genau, ne? Dann machst du einfach hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst hier hochspringen, dann magst du... Ups, das wollte ich nicht, das macht der Gorilla... der Fussel jetzt wieder gar nicht. Symmetrie! Ich frage mich die ganze Zeit, warum er meint, ich wäre der Affe. Ja, das frage ich mich auch manchmal. So, jetzt kommen wir hier theoretisch wieder hoch. Cool! Und praktisch auch.
Kleiner Verweis vielleicht noch. Wir machen ja auch schon seit etlichen Folgen einen Terraria-Let's Play. Da sind wir zu viert in unserer Spielegruppe. Jeden Samstag und Sonntag um 10 Uhr auf unseren Kanälen erscheint eine schöne Folge Terraria, wo man auch schon sieht, wie wir ein bisschen weitergekommen sind. Und wenn euch dieses Tutorial gefällt, dann lasst gerne jetzt mal einen Daumen nach oben da, denn das wäre für uns der Hinweis, dass wir vielleicht noch weitere Tutorials machen. Und wenn es dir so gut gefällt, dann vergiss nicht, ein Abo dazulassen. Jules, in der Pause hast du hier was hingebaut. Warum? Ich habe vor die Tür Holzblöcke hingebaut. Einfach aus dem Grund, Zombies können zu bestimmten Umständen beim Blutmond zum Beispiel, vielleicht kriegen wir das noch mit in dem Tutorial, können die Türen aufmachen. Oh, schlaue Zombies. Na toll. Da macht man hier einfach noch so eine Wand hin, die man ja wieder abbauen kann. Genau. Und dann läuft der blöde Zombie vor die Tür. Genau. Regen. Mehr ist es eigentlich nicht. Okay. Gut. Next one. So, dann haben wir ja vorhin, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für uns ist es ja ein wenig länger als für euch, haben wir eine Truhe gefunden. Ja. Diese Truhe können wir einfach wieder mit dem bekannten Linksklick auf den Boden platzieren. Hui. So. Truhe. Jetzt können wir natürlich die Truhe aufmachen mit einem Rechtsklick und können einzelne Sachen reinstapeln. So. Der Fussel kann es gleich auch nochmal zeigen. Mhm. Ist natürlich, wir sind ja faule Säcke und das dauert uns natürlich zu lang. Da gibt es eine super Funktion. Schnellstapeln. Truhe, schnellstapeln. Wenn man da drauf drückt, geht's nicht. Weil noch nichts drin ist. Ne? Genau, weil es noch nichts drin ist, was das Spiel quasi automatisch stacken kann. Also jetzt auf alle mit alles ablegen. Ja, ich hau mal dazwischen. Mit Schnellstapeln kann man also Dinge, die in der Kiste drin sind und die man im Inventar hat, direkt zuordnen. Zusammenfügen, sage ich mal so. Perfekt. Mhm. Aber man hat zum Beispiel auch die Funktion, boah, mir geht das Inventar richtig auf den Sack, drückst du einfach, alle ablegen und dann liegt da eigentlich im Prinzip, außer Werkzeug, legt der eigentlich alles ab. Cool. Das ist ja für mich ganz sinnvoll, als alte Looterhure. Ne? Also alles einsammeln, was der Jules schon reingemacht hat. Zack. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Jetzt habe ich mir alles genommen. Ich bin ja auch ganz schlau. Ne? So, man kann das also einzeln reinlegen und man kann auch sagen, alles ablegen. Zack. Ne? Und die wichtigen Sachen bleiben dann da. Und ja, das geht. Das ist cool. So. Dann gibt es aber noch eine coole Funktion, Fussel. Ja. Mal jetzt mal als Beispiel. Ich nehme jetzt mal die Hälfte von meinen Fackeln oder ein paar von meinen Fackeln. Lauf weg von den Truhen. Jetzt habe ich quasi 37 Fackeln in der Truhe, 7 habe ich noch im Inventar. Ja. Ja. Kurz dazwischen drin. Der tut nur das Zeug, was nicht in der klickbar ist, in die Truhen einsortieren. Mhm. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen. Wenn ich jetzt das Inventar öffne mit Escape, gibt es da den super Punkt rechts unterhalb von deinem Inventar? Quick Stack to Nearby Chest. Mhm. Wenn ich da drauf drücke, sortiert er alles, was er findet, quasi in die Kisten, wo es das schon gibt. Wenn ich jetzt da sage, okay, in der Kiste sind schon Fackeln drin, stackt er die Fackeln oben drauf. Oder sortiert er die Fackeln oben drauf. Also, relativ gut, wenn man ein größeres Lager hat, kann man sich in die Mitte stellen und zack, wird alles auf die entsprechenden Kisten verteilt, wo es schon genau. Perfekt. Ist ein super Feature, finde ich ganz cool. Wünsche ich mir auch für Minecraft, aber der Wunsch wird mir wahrscheinlich verwehrt bleiben. Da gibt es andere Dinge. Okay. Genau, die Arschlöcher hier ziehen ab, die Regenmantel-Zombies. Und was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen mal was Besseres finden. Ich finde, meine Waffe ist immer noch ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich komme mir da vor, als wenn ich ein Kleinkind wäre. Ja, ich will was Größeres. Holzschwert vom Kleinkind halt. Genau. Was Obwohl brauchen wir dafür? Wir werden jetzt runter in die Minen gehen. Aber wir werden euch die Zeit ein bisschen ersparen, um einfach ja keine 2 Stunden da jetzt Erze zu sammeln und euch zuschauen zu lassen. Wir melden uns einfach, wenn wir was Wichtiges gefunden haben. Ein wichtiges Erz, was man für den Anfang braucht. Dann würde ich sagen, Fussel, gehen wir mal runter. So machen wir das. So, wir haben uns ein bisschen nach unten gebaut und sehen hier das allererste Erz. Das ist jetzt
Kupfer. So sieht das Ganze aus. Spitzhacke, ihr seht, alles mit der Spitzhacke und einfach drauf und zack, baut er das ab. Nur natürlich aufpassen, wohin ihr baut, ne? Und dann haben wir hier unten Kupfererz. So, suchen wir noch neues Erz. Da oben kommt übrigens ein dicker Schleimer runter. Ja, den habe ich gerade gesehen. Ich warte nur, bis er runter. Ja, da sind wir wieder. Wir haben sogar auf der gleichen Stelle, wo wir gerade das Kupfer gefunden haben, sogar zwei weitere Erze gefunden. Einmal unten beim Fussel. Blei oder bei mir ist auch Blei. Ja. Und einmal hier oben haben wir was ganz, ganz Wertvolles. Also in echt zumindest. Platin. Juhu! So, und dann ist etwas ganz, ganz Komisches passiert. Ihr seht hier einen Grabstein. Hier ist Fussel, der Kopf abgenommen worden von einem gelben Schleim, der hier unten war, weil unsere Waffen einfach scheiße sind. Jetzt kommt noch ein Wurm. Und ich bin dann einfach sozusagen da wieder gespawnt, wo der normale Spawnpunkt ist. Das ist glücklicherweise im Haus. Und der Spawnpunkt wird versetzt, wenn man ein Bett baut. Dann kann man am Bett einen neuen Spawnpunkt sozusagen setzen. Das nur so als Info. Genau. Also wenn man stirbt, wir verlieren auch ein bisschen Geld. Nur von den Kupfermünzen, ihr seht, hier ist alles gegen einen. Das ist ganz furchtbar hier. So. Ja, das ist nicht so schön. So sieht zum Beispiel Wolfram aus. Wir sind jetzt einfach ein bisschen tiefer gegangen in so einer Pilzlandschaft. Deswegen leuchtet hier alles blau. Und hier haben wir Wolframerz gefunden. So schaut das also aus. Und da kann man wunderbare Wolfram-Sachen rausbauen. Wer den Witz jetzt verstehen möchte, nochmal ein Hinweis. Guckt mal unser Let's Play Terraria. Jeden Samstag und Sonntag um 10. Wir haben ein bisschen was gesammelt unten. Ihr könnt sehen, hier ist schon einiges an Material rausgekommen. Und wenn man mal ganz schnell über unsere Werkbank guckt, dann seht ihr, was wir mittlerweile alles herstellen können. Das ist eine ganze Menge, ne? Das muss man schon mal im Auge haben. Aber wir sind wieder hier oben, weil wir tot sind, weil unser kleines Mini-Putzi-Schwertchen hier ja, zum Grasschneiden gerade ausreichend ist. Deswegen versuchen wir jetzt einfach mal weiterzumachen. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ja, jetzt haben wir ja etliche Erze gesammelt, von Wolfram bis Blei bis, was haben wir noch alles gefunden? Platin haben wir gefunden, ne? Mhm, genau, Wolfram, und genau, ja, ja. Mhm. Kupfer haben wir auch gefunden, ganz viel. Ein bisschen, ja, alles da, genau. Um diese Erze weiterverarbeiten zu können, wir sehen ja im Crafting-Menü kein Schwert, also kein besseres Schwert, nur das übliche Holz, Holzrüstung etc. etc. Genau, ein Holzschwert. Ganz wichtig, ja. Hm? Dazu brauchen wir einen Schmelzofen. Juhu. Finden wir auch im Crafting-Menü, logischerweise. Ja. Mit 20 dazu Stein, 4 Holz und 3 Fackeln. Genau. Perfekt. So, den stellen wir hier schön neben unsere Werkbank. Und jetzt sieht man vielleicht auch, dass unser Häuschen eigentlich schon ein bisschen klein wird, ne? Ja. Das stimmt. So, und wie schmilzt man jetzt? So, du gehst jetzt quasi über den Schmelzofen, in Anführungszeichen, wie bei der Werkbank. Und dann öffnet sich ein neues Menü, theoretisch. Ich baue mal schnell die Werkbank hier ab. Mhm. Dann öffnet sich ein neues Menü, jetzt müsstest du sehen. Oh ja. Richtig? Sieht ein bisschen anders aus. Sieht ein bisschen anders aus. Hier sehen wir dann zum Beispiel ganz unten, ne? Platinbahn, Wolframbahn, Bleibahn. Wie gesagt, alles, was so im Inventar ist. Kannst du jetzt zu Bahnfahrer arbeiten? Gleiches System, ne? Genau. Zack, habe ich 10 Barren hiervon. Und ja, jetzt habe ich keinen Wolfram mehr, also wird auch der Wolfram-Barren nicht mehr angezeigt. Blei, ich verbrauche mal eben alles Blei. Ich habe nicht mehr genug Blei, also wird der auch nicht mehr angezeigt. Und Kupfer, zack, habe ich nicht mehr genug Material, also wird es nicht mehr angezeigt. Und es ist immer sinnvoll, alles in Bahnen zu machen, weil als reines Erz kannst du es sowieso nicht verarbeiten. Mhm. Also es macht Sinn, sozusagen alles gleich, wenn du hochgehst, wieder alles in Bahnen zu verarbeiten. So, dann machen wir doch mal Folgendes. Ich habe ja noch so ein paar andere Sachen gefunden. Ich leg mal alles ab. Zack. Das Einzige, was ich mir wieder zurückhole, ist das Holz. Das brauchen wir gleich noch. Dann habe ich schon mal alles in unsere Truhe gepackt. Jawohl. Und dann kannst du jetzt auch sozusagen weitermachen. So, jetzt haben wir ja einige Erze. Sieht man ja hier, ich habe es wieder in meinem Inventar. Jetzt ist die Frage, was macht man am dümmsten? Muss man da abwägen? Braucht man zuerst eine Rüstung? Braucht man zuerst ein besseres Schwert? Das ist vollkommen euch überlassen.
Wir haben ja schon des Öfteren gesagt in diesem Tutorial, unser Kampfstachel da, den wollen wir unbedingt los haben. Deswegen werden wir jetzt uns ein Breitschwert machen. Juhu! Genau. Dazu brauchen wir Holz und Bahn. Ja. Also Holz und 8 Bahn von dem Erz, sag ich mal, wo wir haben wollen. Mhm. Moment, ich muss mal... Ach, halt. Fehlt da nicht noch was? Ich wollte es gerade sagen, wir brauchen ja noch einen Amboss. Wo kriegen wir den her? Ja, den kriegen wir an der Werkbank, hoffe ich. Und zwar hier. Hier sehen wir den Bleiamboss. Hm. Also braucht man dafür einen Barren? Wie viele Barren braucht man? 5 Barren. 5 Bleibarren. Okay. So, den mache ich jetzt auch mal. Hier ist nicht mehr drin, ne? Sich den Schutz da alles genommen. Ja, sorry. Warte so. Mal. Möchtest du was? Ja, schmeiß mir mal eben einen zu, dann zeige ich das schon mal. So sieht das Ding im Endzustand aus. Danke sehr. Und ich gehe mal eben auf die Werkbank und Crafting-Menü mit Escape. Und da ist er schon. Der Barren. Übrigens, wer sich wundert, wie ich das hier mache, natürlich mit dem mittleren Mausrad. Da gehe ich rauf und runter. Und 5 Bleibarren machen einen Bleiamboss. So, den kannst du jetzt selber hinstellen, dann kannst du ja wegen mitmachen. Ja, ich mach das hier bei dir mit. Brauchst du noch irgendwas anderes? Ich könnte eine Toilette platzieren. Woraus machen wir unsere Waffe? Das ist eine gute Frage. Wolfram ist eigentlich für den Anfang mit die beste Waffe. Natürlich gibt es dann irgendwann auch viel. Das ist ja so ein riesen Waffensystem, was sie da integriert haben. Aber Wolfram ist eigentlich für den Anfang, man findet es recht einfach. Und es ist auch recht stark. Hast du mal ein paar Wolfram-Barren? Wie viel brauchen wir? 8, ne? Ich meine, ja. So, dann gucken wir mal, kann ich ein Schwert herstellen? Da ist es. Wolfram-Breitschwert braucht 8 und das Wolfram-Kurzschwert braucht 6. Einen Bogen kann man natürlich Jawohl. Auch noch herstellen, der braucht 7. Ne, wir nehmen das Breitschwert und tauschen das gegen dieses Lümmelschwert aus und stellen fest, jawohl, jetzt können wir aber richtig hier. Jetzt gibt's einen auf die Fresse hier. Habt ihr gesehen? So. Aua. Weil der Fussel, jetzt wollte ich schon wieder Gorilla sagen. Ja, ich weiß. Blechle. Weil der Fussel ja meine ganzen Wolfram-Bahnen geklaut hat, habe ich mir jetzt schnell ein Bleischwert gecraftet. So, jetzt können wir mal kurz vergleichen. Wie viel Nahkampfschaden hat ein Wolframschwert? 12. So wie das Bleischwert. Ja, plus 4 kritische Treffer, sehr schnell, mittlerer Rückstoß, plus 15% Rückstoß. Genau. Zum Vergleich, unser Anfangsschwert, das Kupferkurzschwert, hat 5 Nahkampf. Also auf jeden Fall schon mal mehr als das Doppelte, mehr Schaden, was wir jetzt mit dem Schwert machen. Und es ist vielleicht nichts mehr ganz so ein... Weißt du schon. Genau. Ja gut, dann können wir ja weiter sammeln. Wir brauchen noch ein bisschen was für Rüstung, ne? Jawohl. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sind jetzt zurück aus unseren tiefen Höhlen mit ein paar Erzen, die wir einsortiert haben, die wir vielleicht beim nächsten Mal brauchen. Wie der Fussel schon gesagt hat, lasst es uns wissen, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann werden wir uns dementsprechend zusammensetzen und natürlich weitermachen. Daumen rauf, ja. Daumen rauf. Genau. Auf jeden Fall, was noch ganz wichtig ist in Terraria, ist natürlich eine Rüstung. Oh ja, eine schöne Rüstung. In Gold. Genau. Wir werden jetzt euch das Ganze anhand einer Holzrüstung zeigen, weil das Ganze einfach nicht so kostbar ist, wie wenn wir es gleich aus Wolfram machen oder. Aber vom Prinzip her funktioniert das mit allen Rüstungen, die du in Terraria finden kannst. Dazu gehen wir zur Werkbank. Ganz normal öffnen unser Crafting-Menü und dann kommt irgendwann der Punkt Holzhelm. Juhu! Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. So, dann drücken wir einmal drauf, den brauchen wir natürlich einmal. Ja. Dann jetzt habe ich ihn in der Hand. Hm? Genau, dann hast du jetzt in der Hand und auf der rechten Seite sehen wir diese 3 Spalten. Mhm. Auf der ganz rechten Spalte, ganz oben, sehen wir so ganz leicht schimmernden Helm. Ja, da. Da setzen wir den Helm quasi rein. Und dann, zack, haben wir ihn schon auf. Cool. Nur zum Erklären, die linke Spalte, da kann man Farbe reinsetzen. Das kann man aus verschiedenen Blättern und
weißer Teufel machen, ist, bringt ja eigentlich gar nichts, ist eher sinnlos, schaut nur was aus. In der mittleren Spalte kann man quasi deine Freizeitklamotten anpassen, sag ich mal. Die ist immer sichtbar. Und auf der rechten Seite quasi die Rüstung. Wenn man natürlich dann Freizeitklamotten anhat, sieht man die Rüstung nicht mehr. Also hier habe ich, wer unser Let's Play immer dann Samstag und Sonntags um 10 Uhr schaut, der sieht ja, dass ich als Enderman rumlaufe. Das liegt hier in der mittleren Spalte, das Enderman-Kostüm. Genau, ich bin da ja als Einhorn. So. Ja, und dann machen wir unsere Rüstung und hier unten haben wir noch unser Schildsymbol. Und ihr seht, wer die drei Rüstungsteile zusammen hat, dann habe ich mit der Holzrüstung 3 Abwehr. Bin natürlich jetzt unzerstörbar, möchte ich sagen. Oder so. Ja. Ja, fast. Ja, gut. Ja, damit haben wir zusammenfassend euch gezeigt. Wenn ihr anfangt, baut schnell oder guckt nach links und rechts. Baut Holz ab, baut euch einen Holzrahmen, wo ihr sozusagen vor der Nacht sicher seid. Baut euch eine Werkbank, ihr könnt dann den Hintergrund zusammenbauen. Und mit der Werkbank geht es dann weiter. Wenn ihr runterbaut mit solchen Platten hier, wie heißen die genau? Holzklappe. Kommt dann nach oben und unten, das sind so Stiege. Und dann könnt ihr Erze sammeln, dafür braucht ihr die Schmelze, um dann Sachen herzustellen, den Amboss. Und am Lagerfeuer macht ihr es euch gemütlich und könnt euch wieder aufladen. Und das Lagerfeuer könnt ihr natürlich auch mit in die Höhlen nehmen. Ne? Wenn ihr da mal Unterstützung braucht und euch da so ein bisschen Sicherheit ruft. Ja, und das wäre sozusagen der Anfang für jeden Terraria-Spieler. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann machen wir auch weiter und zeigen noch mehr Mining und dergleichen. Ja. Ja. Ja, dann machen wir es doch ganz einfach, Jules. Vielen Dank und dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Hoffen natürlich, dass euch dieses Tutorial geholfen hat. Lasst gerne auch mal einen Kommentar da und wenn wir noch was verändern oder verbessern sollen, jederzeit, denn dieses Tutorial ist ja schließlich für euch. Und guckt gerne auf unseren Kanälen, denn ihr könnt ja dieses Tutorial auch aus der Sicht des jeweils anderen schauen. Ne? Deswegen genau. Gar kein Problem. Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.